Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von Dodenhof, die Shoppingwelt. Perfekte Nachwuchsarbeit bei den Kanuten im Biemüller Sportverein. Bemerkenswert ist, dass der Biemüller Sportverein neben namenhaften Vereinen regelmäßig Kanuten im vorderen Drittel oder auf dem Treppchen zu verzeichnen hat. Das ist der Verdienst einer hervorragenden Nachwuchsförderung. Auf dem Grundstück der Familie Weitz befindet sich das Bootshaus mit den vereinseigenen Booten und Ausrüstung sowie Umkleiden und eigenen Vereinsheim. Die Osterau fließt gleich ein paar Meter weiter am Ende des Gartens. Ideale Bedingungen für die Kanuten. Mein Name ist Thorsten Weitz. Ich bin der Trainer und Spartenleiter von Biemüller Kanu. Mache dies schon seit 20 Jahren als Leiter und Trainer. Bin 40 Jahre in diesem Verein. Wir haben ungefähr eine Jugendlichentruppe von Jugend und Kinder von ca. 20, wenn alle da sind, vielleicht auch mehr. Wir sind ca. 10 Erwachsene und betreiben in erster Linie Wildwasser-Rennsport und das mit einer kleinen Truppe leistungsmäßig. Und dann entwickelt sich das bei den Kindern, ob sie es machen oder nicht. Aber in erster Linie ist bei uns Spaß im Vordergrund. Also wir trainieren ausschließlich im Raum Biemüllen auf der Osterau, so wie der Wasserstand das zulässt. Zum Teil fahren wir auch runter weiter nach Fernbahl oder Vrist mit den größeren, um eben halt auch tieferes Wasser zu haben und breitere Flächen zu haben, um eben halt auch zu gucken, wie die Kinder paddeln vom Stil her und so, dass das alles ordnungsgemäß ist. Mitbringen, also Grundvoraussetzung ist erstmal Bronze Schwimmabzeichen, ohne das geht gar nichts. Da lasse ich auch keinen ins Boot. Das sind so Vorschriften. Man muss natürlich gesund sein. Mitbringen braucht man eigentlich gar nichts, außer Sportklamotten oder Sportsachen, ganz normal, die man sowieso hat. Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher neu kommt, dann kriegt er eigentlich erstmal ein relativ kleines eigenes Training, sag ich mal, am Bootshaus. Wird geguckt, was für ein Boot kann er fahren. Wie verhält er sich auf dem Wasser, was sind die Grundvoraussetzungen beim Paddeln, wie steigt man ein, wie paddelt man, eigentlich das ganze Anfängerspektrum, was wir eben halt anbieten oder was wir eben halt anbieten müssen, damit der Jugendliche oder das Kind auch Spaß hat. Das ist eigentlich grundlegend beim Training. Jede Trainingseinheit beinhaltet eigentlich Natur. Wir sind naturverbunden und ich versuche den Kindern auch zu vermitteln, was am Wasser, was im Wasser Wasser fliegt, zu vermitteln, um eben halt, damit sie auch ein Verständnis für die Natur zu kriegen. 20 Kinder und Jugendliche sowie 10 Erwachsene betreiben hier Wildwasserrennsport. Eine kleinere Gruppe trainiert leistungsmäßig, für die anderen steht der Spaß am Kanusport im Vordergrund. Je nach Wasserstand wird auf der Osterau trainiert und manchmal fahren sie nach Fürdenbahl und Vrist. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von Dodenhof. Die Shoppingwelt.